Sonnenaufgang Zeit, um einen Luftschlag zu starten. Neben den Zielen, die Sie markiert haben, befinden sich noch andere Teile von Faridis Netzwerk innerhalb der Stadt. Ich stelle die Koordinaten für Sie zusammen und markiere Ihnen Wegpunkte, um den Angriff optimal vorzubereiten. Erinnert überhaupt nicht an Splinter Cell, ne? Zum Glück. Das ist ja auch was, was wir jetzt playen wollten und nicht können, weil das super tolle Teil nicht funktioniert. Ja. Die Koop-Mission von Splinter Cell, ja, klar. Wäre super gewesen, ein kurzes Let's Play, aber immens viel Spaß, vor allem weil es halt mit Schleichmissionen und so ist. Vor allem weil es was ist, was ich mal besser kennt als Matthias. Rumschleichen so. Damit ich außerhalb von Anno nicht ständig von dir durchgezogen werden muss. Aber nein, das heißt, das Spiel. Ich freue mich schon auf das zu. Eine, was wir spielen. Da ziehe ich dich sehr gern durch. Ach, das eine. Ja, ja. Ja, schon. Wobei wir dann auch schauen müssen, ob wir wirklich beim ersten Teil anfangen oder. Ich denke, der zweite. Ich spreche mit dem Captain, wir lassen einen Jäger starten. Ich weiß nicht, ob man den ersten überhaupt im Koop spielen kann. Also beim zweiten weiß ich's. Okay. Und beim ersten bin ich mir nicht sicher. Ja, das müssen wir halt noch recherchieren, wie es ausgeht. Ich weiß nicht, verpasst man es, wenn man den ersten nicht gespielt hat? Nee, überhaupt nicht. Okay. Nur ein sehr kleines Zeitfenster für einen vernichtenden Schlag gegen die Rebellen. In einer Stunde wird es hell. Dann merken Faridis Leute, dass er tot ist. Sie werden die Rebellen warnen und das Netzwerk verlagern. Wir bräuchten Monate, vielleicht Jahre, um sie erneut zu finden. Eine F-35 ist startklar und das Pentagon hat grünes Licht für einen Präzisionsschlag gegeben. Also los! Eine F-35 für einen Präzisionsschlag, das ist schon mal ein Widerspruch in sich. Naja. 20 Missionen gibt's. Wir sind jetzt bei 8. Bei 8 schon? Ja. Also gerade war... also die Mission heißt Thieves in the Night, was ja schon so ein bisschen aussieht wie die, die wir gerade hatten, oder? Ja. Reaper 11 T-Rider, startklar. Wir müssten mal mit Nachtsicht fliegen, nach dem Ganzen. Ja, mit 8, 8 ist jetzt. Hast du schon gestartet oder? Ja, jetzt. Boah. Reaper 11 Sea Rider, weiter zu Nachtpunkt Alpha. Erst bist du in der Luft, so als ich mitgekriegt habe. Achtung, solange sie über 15.000 Fuß bleiben, können die feindlichen Bodeneinheiten sie nicht erfassen. Ihre Bomben wurden so eingestellt, dass sie nur über 15.000 Fuß funktionieren. Rechnet mir bitte mal, wer schnell 15.000 Fuß und Meter um. Meine Eltern sind auch gut, ne? Um also? 10, um nur 8:30 sind die losgefahren. Nur kurz, ja. Weil wir ein Untersbad neu machen lassen, wollten sie nur mal eben kurz nach Fliesen gucken, ne? Aber Viertel vor 3 ist immer noch keiner zu. Reaper 11 Sea Rider, Waffen scharf, wiederhole, Waffen scharf, Angriff beginn. Soll ich die rechts nehmen und du links? Ich zieh schon ein bisschen auf die Fahrt von zu Hause. Ja, nämlich die Linie.
Richard, du musst da 15.000 Fuß hoch, du bist noch zu niedrig. Wo sehe ich, wie hoch ich bin? Rechts an den Zahlen. Boah, ich bin bei 6. Also ich bin bei 7.400 oder so. Ja, du musst doch auch auf 15 hoch. Ach ne, Fuß, ne? Ja, Fuß. Gibt's denn, dass ich den einen verdammten Frachter nicht krieg? Also. Direkter Treffer, es sinkt. Treffer, Ziel zerstört. Reaper 11 Sea Rider, Achtung, wir haben feindliche Helis in Ihrem Gebiet geortet. Sehen Sie die Helis als Bedrohung an. Feuern und ausschalten, bevor Sie sich den nächsten Zielen zuwenden. Haben wir die jetzt mit der Rakete oder normal? Wir haben keine Raketen, das sind nur Bomben. Müssen wir normal ausschalten. Sprich mit MG. Aber wie gesagt, das sind Helis, also. Und da sind Flugzeuge. Hinter dir direkt. Perfekt. Das ist doch der perfekte Start in den Norden, oder? Und wir haben nur MG. Oh, nee, ne? Ja. Gestern war auch so gut, ne? Letzte Woche meine ich. Was ich versuche, Kollegen von mir, jetzt seitdem ich mit dir Let's Plays mache, mal dazu dass er sich eins von mir mal anschaut, ne? Ja. Da sagte man, ja, mach da, aber im Endeffekt, der hätte keine Zeit und bla und so. Und dann sagt er mir, boah, ich schau die ganze Zeit hier Gronkh, Minecraft-Videos, total geil, ne? Ich dachte, du willst mich verarschen, oder? Ich schaue auch die Minecraft-Videos von Gronkh ab und an, weil ich ja dazu, weil, das Tolle bei Gronkh ist ja, er ist so in diesen ganzen Multiplayer- und Horror-Spielen, fällt er sich ja wie ein kleines Kind. Ja. Aber wenn er dann sowas wie Dragon Age spielt oder Minecraft, ist er plötzlich irgendwie schon fast erwachsen und dann redet er wirklich über Themen, die, ich sage jetzt mal, auch normalsterblich interessieren können. Und keine Ahnung, also. Mir fällt nur immer wieder auf, wie schlecht der in Shootern ist. Bin ich auch. Ja, aber ich meine, er hat seinen Mann, der ihn durchzieht, Sarasa, und Sarasa ist genauso scheiße da drin. Wir können die beide nicht. Stimmt allerdings wieder. Da ist noch so einer, also ich habe dieses Left 4 Dead Minecraft bei denen gesehen, weißt du? Ja. Mission, und boah, da haben die sich ja dermaßen dämlich angestellt. Ach, das, was ich geschickt habe, dieser Minecraft-Bot fürs. Ja. Worauf schießen wir eigentlich? Schießen wir irgendwo hin? Wir müssen Punkt Bravo erreichen, was ich gerade gemacht habe. Jetzt kriegen wir neue Ziele zu. Ich musste auf 3800 Meter runter, um dieses Ziel zu erreichen. Und jetzt darf ich wieder auf 7500 hoch, damit ich wieder hoch genug bin für diese Scheiß. Doch! Entschuldigung, aber. Zerstört.
kann es doch echt auch recht sein. Was heißt denn jetzt Ziel zu weit weg? Ja, du musst näher ranfliegen, hatte ich gerade auch. Spinn ich? Ich meine, das sagen wir den Mindesthöhe. Wow, 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 wow. Ja, boah, echt 10%. Ich meine, das ist schon ein bisschen krass. Dann geben die mir eine Mindesthöhe vor und da kann ich nicht mal hinschießen, wo ich will, oder was? Vor allem, weil ich fast genau drüber fliege, also. Naja. Sind wesentlich flexibler. Er stürzt ab. Das war so toll. Letzte Woche habe ich mit Reaper und Wayne Battlefield 3 gespielt. Das Flugfeld, von dem diese und zwar Conquest mit Fahrzeugen, also klassisches Battlefield. Ja. Und ich fahre die ganze Zeit so mit dem Moped rum und mit der AK halt und knall so ein bisschen was ab und werd halt wesentlich öfter abgeknallt. Und dann denke ich mir, jetzt probierst mal wieder die Helis aus, ob du noch immer drauf hast, setzt mich rein, heb ab, sehe die Gegner bei Punkt E, schieß drei Raketen rein, erstmal drei Kills. Das war mehr Luck als sonst irgendwas. Und dann hinten nach wollte ich landen, weil ich Reaper aufnehmen wollte in Heli. Und hab erstmal, also es war eine schöne Landung, ich war ziemlich langsam von der Geschwindigkeit her, war ein schöner Anflug und so weiter. Und setze am Boden auf, plötzlich schmeißt mich wieder in die Luft, ich fall wieder runter und es explodiert alles. Cool sind halt immer die, wenn du nahe beim Felsen fliegst oder so. Und einer irgendwo drauf steht. Wir hatten letztens mal einen auf so einem Kran. Und hat sich ganz oben hingestellt. Ja. Abgeschossen vom Flak. Und dann hat er sich ganz oben auf den Kran gestellt und dann ist halt ein anderer hingeflogen und hat ihn dann mitgenommen, weißt du? Also irgendwie im Heli. Und ja. Er ist da einfach runtergesprungen. Ich weiß nicht, das wird in Battlefield 1942 auch gemacht haben beim Capture the Flag, oder? Ja, klar. Das war ja... Ach, das war schön. Fuck.